Hallo zusammen. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Donkey Kong Country 2 Diddy's Quest. Dieses Spiel ist von 1995. Hier wird Diddy Kong begleitet von seiner Freundin Dixie Kong. Ich sehe gerade, es ist kein Spielstand mehr frei, also muss ich einen löschen. Auf jeden Fall den langsamsten. Die erste Welt aus diesem Spiel heißt Galionsplanken, genau wie der letzte Boss-Level aus dem ersten Teil. Das ist der erste Level, Piratenpanik. Ich habe Donkey Kong entführt, glaubt mir, ihr werdet diesen affigen Typen niemals wiedersehen. Hehehehe. Euer Lieblingsbösewicht und König aller Kremlings, Captain Kremling Rule. Die fetten Ratten heißen Nieg. Ab diesem Spiel kann man seinen Partner auch auf die Schulter nehmen. Dixie Kong benutze ich eigentlich am liebsten. Sie hat nämlich eine echt praktische Fähigkeit. Sie kann segeln. Hier werde ich ebenfalls versuchen, die Levels immer abwechselnd mit Diddy und Dixie Kong zu schaffen. Hoffen wir mal, dass das möglich sein wird. Finde die Münze. Das Zeitlimit reicht dicke. Ihr seht, dass die Geheimgänge hier noch etwas Wichtigeres zu bedeuten haben als im ersten Teil. Manchmal müssen wir auch alle Gegner erledigen. Was haben wir denn hier Schönes? Unser Freund Rambi ist zurück, der sich ein bisschen verfärbt hat. Er ist nicht mehr ganz so gräulich. Er hat auch etwas Neues dazugelernt. Er kann blitzschnell rennen. Ja, ich versuche immer, den Geheimgang möglichst zu schaffen, ohne auf den Boden aufzukommen. Es gibt auch in jedem Level eine Donkey Kong Münze. In einigen Leveln ist sie ziemlich mies versteckt. Leider gibt es hier auch Verbotsschilder für unsere Freunde. Die Reihenfolge ist immer gleich. Cooles Radio. Aber wo hat er seine Sonnenbrille denn plötzlich her? Schlottermast. Ah, ist wahrscheinlich recht kühl hier. Das wäre mit Diddy Kong zum Beispiel nicht möglich. Finde die Münze. Aye, aye, Sir. Was soll denn hier schon schief gehen? Das sind Quam-Münzen. Für 15 können wir ein Level aus der verlorenen Welt machen. Jedes Mal, wenn diese Käfer wieder aufstehen, werden sie schneller. Die werden halt immer wütender. Ich meine halt, dass es hier auch noch Einfluss auf unsere Prozentzahl hat, in wie vielen Leveln wir alle vier Kombo-Buchstaben finden. Hier ist nichts.
Krokodile an den Seilen heißen Klinger und sind ganz schön ungeschickt. Aber ein Treffer sollte genügen. Die Luftballons haben die gleichen Werte wie im ersten Teil. Fang! Ich hoffe nur, dass ich die Geheimgänge noch einigermaßen auswendig kenne. Die Kanonenkugel brauchen wir auch für einen Geheimgang. Aber warum fängt die denn dann an, grün zu leuchten? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich nehme erstmal das Fass. Ist doch praktisch. Damit habe ich drei auf einmal erwischt. Und jetzt stürzen die sich auch noch da runter. Keine Sorge. Der rutscht nicht ganz bis nach unten. Aber für wie blöd hält King Cramming Bull die Affen eigentlich? Meint er im Ernst, wir werden aufgeben? Da täuscht er sich aber gewaltig. In Donkey Kong Country 3 bekommt man in solchen Geheimgängen auch noch gesagt, wie viele Sterne man sammeln muss. Ich meine aber, die Geheimgänge aus dem zweiten Teil sind alle nicht übermäßig schwer. Dixie Kong kann echt gut E-Gitarre spielen, oder? Schiff Ahoi. Ach, was Quanky uns zu erzählen hat, interessiert mich nicht. Vorsicht, nicht den Haken übersehen. Es ist immer zufällig, in welcher Truhe die Münze versteckt ist. 10 Sekunden reichen aber. Ich hoffe nur, dass hier niemand seekrank wird. Komm her. Hinterher ändert sich die Tageszeit. Und ich werde mal wieder ein bisschen sprachlos. Nächste Woche habe ich Ferien. Ich hoffe noch, so viel wie möglich bis dahin fertig zu kriegen. Aber wer hat dieses Schiff eigentlich zerschmettert? Seltsam, dass es nicht untergeht. Yeah. Das Fass mit dem Ausrufezeichen macht uns für einige Zeit unbesiegbar. Nicht nach unten sehen. Nach diesem Level werde ich den ersten Part auch beenden.
Das war knapp. Aber hat noch hingehauen. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.